Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe gerade Post bekommen und zwar von der lieben Kerstin Edfelder von Aufgemaschelt Nagelfolien, wisst ihr? Na, ganz niedlich hat sie mir hier so mit, so gleich mit Halloween, weil ich weiß auch schon, was drin ist. Sie hat mir das nämlich schon erzählt. Und zwar ist das was Schönes als Überraschung für euch. Na, genau, ich mal alles raus. Auch wieder eine liebe Karte hat sie mir geschrieben. Was hat sie mir denn geschrieben? Hier so. So sieht die Karte hier aus. Liebe Margarita, ich wünsche dir viel Spaß mit deiner Gratisfolie und allen Teilnehmern vom Gewinnspiel drücke ich die Däumchen. Das lieb, ne? Ja, genau. Sie hat mir nämlich Folien zur Verfügung gestellt, die ich an euch verlosen darf. Und hier einmal, das sind die für mich. Das ist ja süß. Oh, sind die schön. Sie sagt, die sind noch gar nicht, die kann man noch gar nicht bestellen. Wahrscheinlich demnächst erst. Kann man das gut erkennen? Die sind ja schön, so marmoriert. Richtig schön, oder? Freue ich mich. Schöne herbstliche Farben. Ich habe nämlich für euch zum Verlosen bekommen, dreimal Folie, also drei von euch können gewinnen, Halloween-Folien. Und die finde ich so richtig schön. Einmal ist das so in Rot-Schwarz. Na, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Das ist so, ja, so Tropfen, rote Tropfen, ne? Sieht so ein bisschen wie Blut soll das aussehen. Ich finde die richtig, richtig schön für Halloween. Und die finde ich auch ganz toll. Die haben so Mond, Sterne. Schaut mal, und in Schwarz. Richtig schön, oder? Auch für Halloween, und ich finde, die kann man auch so tragen. Ich würde die glatt auch so noch da tragen. Und diese auch. Auch Halloween-Nagelfolien, auch schön von den Farben, ne? Passt richtig gut zu Halloween. Aber ist auch etwas, was man eigentlich immer tragen kann, finde ich. Ne? Was man auch so zwischendurch im Herbst oder Winter mal tragen kann. Ne? Weil das nicht zu eindeutig ist. Sind ja keine Kürbisse drauf oder so. Ne? Richtig schöne Nagelfolien. Finde ich. Und die drei gehen nämlich an euch. Und was müsst ihr dazu machen? Ihr schreibt mal einen lieben Kommentar mit dem Hashtag aufgemaschelt. Ne? Schreibe ich unten auch nochmal in die Infobox. Und die Seite von der lieben Kerstin, von ihrem aufgemaschelt, von ihren Nagelfolien, die werde ich auch unten nochmal in die Infobox mit reinnehmen. Da könnt ihr mal schauen, was sie für tolle Nagelfolien sonst noch hat. Und ja, genau. Ich freue mich für die, die das jetzt gewinnen können und mal ausprobieren können. Na, hier sind immer 16 Folien drin. Und wir haben ja auch immer so eine Anleitung, habe ich ja von ihr auch. Ne? Die werde ich dann auch kopieren und bei jedem, der gewonnen hat, dann auch nochmal mit reintun in den, ins Päckchen, in den Brief. Ne? Ich werde das wohl als Brief verschicken, denke ich. Ne? Es ist ja nur... Denn jeweils eine Folie mit einem Briefchen. Also richtig schöne Nagelfolien. Da könnt ihr euch drauf freuen. Na, ich hoffe, ihr macht zahlreich mit. Die Verlosung geht genau eine Woche von heute an, sodass die Folien auch rechtzeitig dann bei euch sind. Na? Genau. Ja, nun wünsche ich allen Teilnehmern viel Glück, na, beim Gewinnspiel. Und ich freue mich auch, dass es diesmal drei Gewinner geben wird. Na? Und ja, drei Leute sich freuen können über schöne Nagelfolien. Genau. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.